Leichenbäume im Oktober. Jetzt ohne Eis. Mal ganz dicht ranholen.
Schützen gehen, habe ich noch nicht gesehen, aber begrüße ich auch schon mal auf Verdacht. Und selbstverständlich sind unsere ganzen Feuerwehren da. Ich zähle mal auf. Hove, Leslich, nicht. Königreich ist da. Herr Leslich kann auch nicht kommen, wir haben keine Feuerwehr, Leslich. Ne? Gehört zu Königreich. Und Herr Moende und Erste Brücke. Soll ich jetzt jemanden vergessen haben, tut mir leid, aber im Moment fahren wir keine anderen ein, die wir offiziell eingeladen haben. Eins fällt mir da noch ein. Wir haben noch jemanden eingeladen heute gehabt, das war der Dr. Wolfgang Klein von HSV, mein Freund. Ist jetzt leider, aber ganz ehrlich, der hat einfach vergessen, dass er lieber in die Türkei segeln fährt, als dass wir hier heute, hat er abgesagt. Trotzdem habe ich Verständnis für ihn und die Grüße, die er uns geschrieben hat, lese ich heute hier nicht vor. So ein 75. Jubiläum ist natürlich eine Sache, ist riesig. Dem Jahr als erster Vorsitzender vorzustehen, ist auch eine bedeutende Sache. Man überlegt manchmal, wie kann man von Vereinen mit so vielen Mitgliedern noch überall da sein und wie kann man noch darauf reinkommen, wie kann man die Leute noch kennen. Ich meine, es wird immer schwieriger. Und die Zeit ist so schnell, wie auch. Ich werde nicht vieles, was im Buch steht, werde ich nicht nochmal sagen, ich werde lieber Sachen erzählen, die nicht im Buch stehen und etwas Hintergründiges, wie es so im BT-Blatt heißt, etwas Hintergründiges. So eine Feierstunde oder so ein 9-Tage-Fest gehört viel Vorbereitung und die Vorbereitung läuft schon seit 2 Jahren. Dass wir heute hier so ein aufgebautes Festprogramm haben, und dass wir auch hier verdanken wir unseren Helfern, wo wir als ASC immer sehr viele Helfer hatten, die von alleine auf uns zukommen und immer gesagt haben, wir helfen, das ist unser Verein an der Reste. Und das finde ich alleine, diese Einstellung, dass wir das der Jugend weitergeben, ist von uns eine Pflicht. Und ich sage mal, meine Rede, die ich fertig war gestern, habe ich sie hier weggeworfen, weil gestern so viele Sachen passierten, die muss man einfach erzählen. Ich komme um 21 Uhr hier zur Halle hin. Das sind erste Herrspieler und Jugendspieler und räumen wir die Raum auf, so alles sauber zu zeigen, das ist unsere Halle, das ist unsere Reste. Heute Vormittag war eine Lehrerin, Frau Sobeda, ich möchte sie extra nennen, machte hier noch das Rosenbeet, räumte bei den Müllcontainern das Papier auf. Heute war beim Aufbau und Leute dabei, die ich früher nicht zugesagt habe, andere konnten nicht. Ich sage mal einfach, das macht Spaß, wenn man so unterstützt wird. Man hat nur jemanden natürlich offiziell vom Verein gesehen. Hinten im Turnschuhgang sind 10 Frauen, die nur für unser Wohl sorgen und seit heute Morgen Brötchen schmieren, Eier kochen und so weiter. Ich bin der Meinung, das ist viel wichtiger, als wenn wir uns hier gegenseitig ehren. Jetzt möchte ich aber zur Vereinsgeschichte kommen. Ein besonderer Dank geht an unseren Gründer, wo ich das Glück hatte, Herrn Hugo Feldmann persönlich kennenzulernen und schätzen zu lernen. Meine erste Begegnung war bei ihm im Gasthaus Kiek. Und diese Begegnung werde ich nicht vergessen. Seine Frau passte auf, dass er nicht so viel trinkt. Und in dem Moment, wo er zum Klo ging, trank sie das Bier aus. Ich saß mit meiner Frau mit am Tisch. Er hat es gesehen, kommt rein und sagt, nochmal 2 Bier, meine Frau hat Durst. Das sind Erinnerungen, die man nicht vergisst. Mein Dank gilt auch an Herrn Gerd Feldmann, einer seiner Söhne, der mich 1973 überreden konnte, in den ASC einzutreten. Hier haben wir gemeinsam erfolgreich gearbeitet. Gerd übergab 1977 das Amt des ersten Vorsitzenden an unseren jetzigen Ehrenpräsidenten, der die Geschicke des Vereins in die richtigen Bahnen weiterlegte, bis 1991. Unser Ehrenpräsident Heinz Brühl, der heute leider nicht an
Stichwahl begraben. Und ich glaube, dann haben wir auch sehr erfolgreich weitergearbeitet im Sinne des Vereins. 1991 hatten wir keinen Kandidat zum ersten Vorsitzenden. Ein Brüher war amtsmüde. Wir suchten gemeinsam einen Kandidaten, wir fanden keinen. Dann habe ich mich bereit erklärt, als zweiter Vorsitzender das Amt zu übernehmen, kommissarisch, weil ich nicht unbedingt den ersten Vorsitz machen möchte, aus beruflichen Gründen. Nach 4 Monaten bekamen wir ein Schreiben vom Buxtehuder Amtsgericht, dass der damalige Bürgermeister, der Uwe Hampel, unser jetzt kommissarisch unser Vorsitzender ist. Das war natürlich eine Sache, die wir nicht hingenommen haben. Diese Sache haben wir unterbunden. Ich habe mich dann hingestellt und habe zu der Versammlung gesagt, außerordentliche Versammlung, ihr habt nur eine Chance, mich zu wählen, wir haben keinen anderen. Aber seid vorsichtig, das hat Nachspiel. Und Sie sehen ja, das war 91, wir haben in 2002, seit 11 Jahren, das Nachspiel belegt. Nur alleine kann man so Verein nicht führen. Da ist viel zu. Da braucht man einen Banker, der hat das Geld auf das. Da braucht man Lehrer. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, es wird viel auf die Lehrer immer geschimpft. Hätten wir die Lehrer nicht, könnten wir den Verein nicht so führen. Die haben natürlich nach außen immer etwas mehr Freizeit. Aber sie stellen auch diese Freizeit der Gemeinnützigkeit zur Verfügung. Und deshalb sollte auch gewisse Politiker wie Herr Schmidt oder sonst was, sollte nicht sagen, dass die Lehrer mehr arbeiten sollen. Ich bin der Meinung, die Lehrer engagieren sich alle. Überall gibt es schwarze Schafe, die nur ans Geld denken. Aber ich habe so einen Lehrer hier in dieser Gemeinde noch nicht kennengelernt. Der Vorstand ist aus verschiedenen Berufen zusammengesetzt. Und ich muss sagen, der Vorstand unterstützt mich in allen Lagen und nimmt mir auch viel Arbeit ab. Aber in der letzten Zeit ist mir das auch alles sehr schwierig geworden. Was aber auch noch erwähnt sind, sind die Abteilungsleiter. Unsere Abteilungsleiter sind sehr engagiert. Wir haben aus den eigenen Reihen Trainer ausgebildet, neue Abteilungen gegründet und ein großer Meilenstein war auch die jetzige Sporthalle. In dieser Sporthalle ist nicht nur der ASC, sondern auch der MTV Wisch und der Tussion. Und ich glaube, dass die Zusammenarbeit der drei Vereine immer besser geworden ist. Und es heißt nicht mehr die von York oder die von TV Wisch. Das heißt die drei Vereine aus York. Und daran sollten wir weiterhin arbeiten. Natürlich müssen wir uns auch an dieser Stelle bedanken bei unserer Bevölkerung. Nicht nur bei den Sponsoren, da haben wir genügend. Und ich kann sagen, es macht Spaß, umzugehen. Man fühlt sich nicht als Bettler. Man hat wirklich das Gefühl, dass die Bevölkerung, auch die Sponsoren, den ASC immer unterstützen. Sonst könnten wir auch nicht solche Sprünge machen, dass wir unsere Festzeitschrift leisten können. Wir können auch keine neue bewerten. Das sind unsere Sponsoren und das sind unsere Mitbürger, die auch so gewählt haben, dass wir diese Halle bekommen haben. Und ich hoffe, Sie haben diesmal wieder so gewählt, dass Sie auch noch eine andere Sportstelle bekommen, möchte ich nicht den Außenplatz erwähnen. Zwei Mitglieder möchte ich noch besonders erwähnen, die heute hier sind, und das glaube ich schon das 81. Jahr, ja, Lebensjahr überschritten haben. Haben beide in der Jugendmannschaft gespielt, für den ASC, Leiter der Gründung. Das war einmal Herr Berz, und ich weiß nicht, ob er da ist, unser Freund. Und auch langjährige sehr Herr Berz ist da. Und unser langjähriger Kassierer auch, Heinz Kutzer-Wulf, ich weiß nicht, ob er da ist. Wo ist er? Heinz, genau. Heinz, wie lange warst du Kassierer? 18 Uhr? Hatte ihr da genau die Schwierigkeiten wie wir auch? Kein Geld?
Lübeck, er ist 17 und ist zurzeit beruflich in Rotterdam. Engagiert sich dann, wenn sie wiederkommt, so wie ich sie kenne, bestimmt für den Sportverein. Sie hat damals gesagt, Papa bleibt so lange, er ist der Vorsitzende, bis ich dich ablösen kann, dann bleibt es in der Familie. Da war sie ja erst 7. Aber ich wollte zurückkommen, die meisten die wissen, dass ich in Hamburg geboren bin. 1973 und so weiter habe ich schon gesagt. Wenn ich im Ausland bin, ich bin viel im Ausland, werde ich immer gefragt, Schorsch, wo ist dein Heim? Dann antworte ich nicht Hamburg. Dann antworte ich erst in Brücken. Dann bin ich sehr sicher, auch wenn ich ins Königreich wohne. Es macht Spaß, sich für die erste Gemeinde und für den ASC. ASC, Altländer Sportclub Kranz Erste Brücke e.V. von 1927. 75-jähriges Vereinsjubiläum am 31. Mai 2002, 19 Uhr, Erste Halle in Königreich. Sehr geehrter Herr Vorsitzender Schorsch Reh, verehrte Damen und Herren des Vorstandes, liebe Mitglieder des ASC, verehrte Jubiläumsgäste. Gemeinsam wollen wir heute die Jubiläumstage anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Altländer Sportclubs Kranz Erste Brücke e.V. von 1927 eröffnen. Sehr herzlich darf ich mich für die freundliche Einladung bedanken, der ich gerne gefolgt bin. Ich als Gast möchte heute, und heute ist ein sehr bedeutsamer und herausragender Tag in der Geschichte dieses Vereins, zu diesem 75-jährigen Bestehen des ASC meine uneingeschränkte Hochachtung und Anerkennung zu der bis heute erbrachten Leistung und Arbeit für das Allgemeinwohl zum Ausdruck bringen. Für den Vorstand und alle weiteren ehrenamtlichen Mitarbeiter in diesem so lebendigen Sportverein mit seinem Angebot für Jung und Alt sicherlich nicht immer ganz einfach. Und Ihnen, dem Vorstand und allen Mitgliedern des ASC, im Namen von Rat und Verwaltung der Gemeinde York sehr zu werden. Führen Sie diese Tradition fort. Sie begeistern damit viele Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde und den Gästen des alten Landes. Als am 3. Juli 1927 ein paar fußballbegeisterte Altländer den Eskelbrücker Sportverein von 1927 gründeten, konnte keiner erahnen, welche Entwicklung dieser Verein nehmen würde. Beschränkte sich der Verein in den Anfängen auf wenige Sparten, so bietet er heute ein umfangreiches Angebot. Er hat sich in den 75 Jahren seines Bestehens mit heute fast 1300 Mitgliedern zu einem der größten Sportvereine in unserer Gemeinde entwickelt. In seinen Reihen wird eine intensive Jugendarbeit betrieben, die gerade in der heutigen Zeit der Bindungslosigkeit einen hohen erzieherischen Wert hat. Der Gemeinde ist bewusst, dass alle Vereine eine hohe soziale Funktion haben und damit zur Stärkung des gemeindlichen Lebens beitragen. Aus diesem Grunde hat sie immer im Rahmen ihrer Möglichkeit unter großen Vereinbarung, sage ich für den Transport und Stade, als dessen Vorsitzenden herzliche Glückwünsche zur Einweihung dieser schönen Halle. Kommt, das ist wirklich schon in Betrieb genommen, aber zum heutigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch. Ja, liebe Freunde, ich wusste ja, als ich hierher kam, erstens kenne ich ja euren Bürgermeister und zweitens weiß ich ja auch, dass der hier als erstes spricht. Man braucht sich über die Worte, die man hier zu sagen hat.
Und dann
möglichst viele Ihrer glatten Wünsche in Erfüllung nehmen. Das ist mein Wunsch vom KSB. Vielen Dank für Ihre Vorlegungen, auch an Bürgermeister Tissart nochmal. Was ich dazu sagen müsste, dieser Weg für dieses Geld reicht aus. Ihr braucht keine Gedanken haben, wenn ihr irgendwo 200-300 Kilometer auch noch irgendwo Geld habt, ich komme. Und noch mal eins, der Schorsch Rehn, der braucht keinen Rasenplatz mehr, der wird auch in diesem Jahr 55. Die Jugend braucht den Platz. Und nach vorne müsst ihr gucken, ich brauche ihn nicht mehr. Und um selbst einzuweihen, das kann auch jemand anders. Schorsch, hältst du auch mal eben her? Ja. Warte mal eben. Einen Moment. Gut. Ist okay? Ja, gut. Dann der Ehrenteller vom Niedersächsischen Fußballverband. Ja. Vielen Dank, Herr Bensch, aber dieses,
dieser Ball wird aufgepumpt und wird Sonntag bei der ersten Herren wird gespielt und wehe, wir verlieren. Ich werde selbst da sein und wer mich kennt, weiß, wie ich die Mannschaft einpeitschen kann. Die Ehrung vom DFB freut mich riesig drüber und auch vom ASC Kanzlerstebrücke. Ich möchte aber auch noch erwähnen, was uns besonders Freude gemacht hat, war die Anerkennung, dass alle Vereine uns gewählt haben für die Jugendarbeit, für die Sepp-Herrmann-Stiftung. Das ist eine Sache, die hat nicht jeder Verein und das ist auch ein Dank an unsere Jugendtrainer und Fußballabteilung, wie die sich wirklich einsetzen. Unser Problem ist das, der Grandplatz. Wenn die Jugendlichen in dem Bereich sind, wo sie woanders. Heute kann der ASC stolz sein auf eine Mitgliederzahl von fast 1300 Sportlerinnen und Sportlern blicken. Davon sind, und das habe ich wohl bemerkt bei der letzten Bestandserhebung, 483 in der Sparte Turnen gemeldet. Mich selbst und natürlich auch den Turnkreis freut es darüber hinaus besonders, dass der ASC in seiner Turnabteilung zum einen eine aktive Reha- und Behindertensportgruppe und sich das DSB-Gütesiegel Sportprobesundheit erarbeitet hat. Zum anderen regelmäßig Turn- und Gymnastikgruppen aus dem Kinder-, aber auch im Erwachsenenbereich an Wettkämpfen und Freizeitveranstaltungen des Turnkreises teilnehmen. Auch bei unseren Übungsleiter-Fortbildungslehrgängen sind die Vertreter des ASC regelmäßig anzutreffen. 75 Jahre Treue der Vereinsfamilie des ASC Elsterbrügge zum Turnkreis verdient unseren besonderen Dank. Der Niedersächsische Turnerbund nimmt dieses bedeutende Ereignis zum Anlass, dem Vorstand, den Mitgliedern und allen Freunden des Vereins die herzlichsten Glückwünsche auszusprechen. Wir wünschen dem ASC, dass viele aus dem Stadion, sondern ein Blauer, ein Gutschein für Turnhandgeräte, für Bahn wird sich ganz rein, nehme ich an, überreichen, verbunden mit dem Wunsch, nicht nur der Turnabteilung, sondern auch vielleicht diese Handgeräte dem Vorstand ab und zu mal zur Verfügung zu stellen, damit er für die schweren Aufgaben. Ich habe heute keinen Geburtstag. Ihr habt Geburtstag innerhalb dieses Vereins. Denkt euch, das ist euer Verein. Gerd Brill. Nämlich Dr. Klein vom ASV ausgeguckt, um hier einen Grundsatz
Ort herangeführt worden. Seit etwa 1935, dem Jahr meiner Einschulung, hat mich mein Vater zu den spielenden Herrenmannschaften mitgenommen und daher habe ich auch noch einige Vorkriegserinnerungen. Die Nachkriegsgeschichte habe ich zunächst als Jugendlicher miterlebt und später als Erwachsener an maßgeblicher Stelle auch ein bisschen mitgestaltet. Heute verfolge ich das Geschehen mehr aus der Zeitung, aber es interessiert mich auch heute noch, was in und um den ASC passiert. Da möchte ich zunächst auf den Vorstand zu sprechen kommen. Dem Vorstand möchte ich ein großes Kompliment machen, denn ich halte den Verein und auch die einzelnen Abteilungen für sehr gut geführt. Die Vielzahl von Abteilungsleitern und Rinnen sowie die Übungsleiterinnen und Übungsleiter sind das Gerippe des Vereins. Diese Frauen und Männer, die Woche für Woche ihre Frauen
gab im Sommer regelmäßig den Lauf um die Essebrücken, zu dem viele auswärtige Sportler nach Essebrücke kamen. Unsere beiden 81-Jährigen werden das sicher noch gut in Erinnerung haben. Weiter wurde in der Fußball-Sommerpause aktiv Fußball gespielt. Der Krieg 39-45 brachte dem Verein wegen fehlender Männer dann ein Ende seiner Aktivitäten. Viele unserer Sportler sind gefallen oder kamen mit mehr oder minder schweren Behinderungen aus dem Krieg zurück. Leider ging im Krieg auch die umfangreiche Sammlung an schriftlichen Unterlagen, die Protokolle, Spielberichte und so weiter verloren, sodass heute keinerlei Unterlagen über die Zeit vor dem Krieg existieren. Nach dem Kriege erlebte der Verein eine stetige Aufwärtsentwicklung. In den ersten Jahren musste der Sportbetrieb unter primitiven Verhältnissen vonstatten gehen, wie ihn sich junge Leute heute kaum vorstellen können. Unsere Kluft war absolut nicht einheitlich, sondern wir waren mehr so eine Art Hosenträgermannschaft. Man konnte kein Sportzeug kaufen und Fußballschuhe waren ein hochgehandelter Tauschartikel. Nach der Währungsreform im Juni 1948, die unsere Lebensverhältnisse total veränderte, konnten wir nach und nach alles wieder kaufen, wenn man Geld hatte. Das war auch das Hauptproblem unseres Vereins, denn die Mannschafts- und Ligenführer mussten den Beitrag ihrer Mannschaftskameraden einkassieren. Das war ein schwieriges Unterfangen, obwohl der Beitrag für Jugendliche bis 14 nur 20 Pfennig, für Jugendliche von 14 bis 18 30 Pfennig und für Erwachsene 80 Pfennig im Monat betrug. Das Eintrittsgeld auf dem Sportplatz kostete damals 30 Pfennig für Erwachsene und 10 Pfennig für Kinder. Auf der Jahreshauptversammlung 49 wurde festgestellt, dass der Verein für den Sportler, Übungsleiter oder Vorstandsmitglied tätig war, gäbe es eine Unzahl von Episoden und Begebenheiten zu berichten, aber das würde hier zu weit führen. Nach dem Kriege war ich der erste Jugendobmann im Fußball und wir machten Punktspiele in der Staffel auf der anderen Elbseite. Ich war damals so zwischen 19 und 22 Jahren alt
vielen Dank für deine Rede, die so ausgearbeitet war. Da hätte ich wahrscheinlich 3 Monate oder noch länger für gebraucht. Aber man soll nicht immer sagen, die Rentner haben keine Zeit mehr. Ich glaube, du hast viel Zeit investiert. Und ich muss sagen, einige Sachen, die du erzählt hast, habe ich auch nicht gewusst. Aber ich glaube, nicht nur die Sachen, die du aufgeführt hast, sondern auch bestimmte Teile deiner Rede sind auch einigen Leuten nahegegangen. So mir auch. Ich möchte an dieser Stelle noch erwähnen, dass Gerd mit Helmut Peter, der heute nicht ansässig ist, die schöne Fotoausstellung draußen, wo wirklich ganz interessante Fotos sind und auch vielleicht die Älteren noch an euch beiden, vielleicht könnt ihr noch welche erkennen, die wir nicht erkannt haben oder nicht wussten. Wir würden das gerne vervollständigen, weil irgendwann steht hier einer in 25 Jahren, der sagt, guckt euch mal die Fotoausstellung an, da steckt viel Arbeit drin. Nun möchte ich nicht fragen, ich möchte auch nach vorne gucken und möchte sagen, nicht die 75 Jahre, sondern auch die nächsten 25 Jahre als Ziel haben, dass wir so weitergehen. Jetzt habe ich noch eine Bitte. Die Vereinsvertreter, die sich gemeldet haben bei Otto Ehlers, die noch etwas sagen möchten zum Jubiläum des AC. Der holt auch noch Geld hier, wo gar nichts ist. Also, Alfred war schon mal zweiter Vorsitzender, da konnten wir nicht gebrauchen. Wir haben zum Kassenband gemacht, das kann er besser, ist Banker. So, Freunde, hier soll ich zu Ende. Dann möchte ich unsere Jugendwartin, Margret Heinrich. Margret ist die Jugendwartin. Kindergärtnerin, wie lange in Essenbrücke? Ich habe in diesem Jahr mein 25-jähriges Jubiläum. Und Margret die Kinder. Ja.
kalte Wasser. Aber das Motto der Bunten Mischung zum Auftakt, die wir hatten, die Botschaft war absolutely everybody. Alle dürfen mitmachen, alle dürfen mitmachen. Und jetzt kommt als nächstes die Eltern- und Kindgruppe. Früher hieß das Mutter und Kind, als meine Kinder noch da waren. Jetzt heißt es Eltern und Kind, immer mehr Väter trauen sich auch in die Turnhalle mit ihren Kindern. Und man darf dann mitmachen, wenn man wenigstens laufen kann. Und damit sind aber die Kinder gemeint. Und jetzt geht's los mit Eltern und Kind. Oh, yeah.
schlafen wie die Riesen. Yeah.
Eltern die Hunde alle nicht hätte, wäre es ganz, ganz schwierig. Ich würde mal sagen, zwischendurch ein Arbeitsapplaus für die Mütter, die auch mit Freude alle geblieben sind. Und jetzt wird es gleich ganz spannend. Die Mädchen sind schon ganz auf. Thank you.
Thank you.
So, jetzt geht's. Wir müssen immer so ein bisschen hin und her gucken. Erst einmal zur Step-Aerobik. Da war vorhin Klasse 1 bis Klasse 10 mit dabei. Also klassenübergreifend. Ja, und die Einradgruppe, die sind ja auch klasse. Und wer jetzt Durst hat, 15 Minuten habt ihr jetzt Zeit, im Vorraum Getränke zu erwerben. 15 Minuten Pause. Und ich soll auch schon mal ansagen, das Abendbrot kann heute Abend drüben auf dem Sportplatz stattfinden. Bis, oder hier ist am Ende auch noch Kaffee. Thank you.
ganz gut eingezahlt zum Boden. Da unten noch ein Schlagzeug. Was ist denn das für uns? Das Zirkusorchester spielt noch uns. Thank you.
noch 5 Minuten dran. Dass die Kinder bestens bei dir aufgehoben sind.
stellvertretend für alle Kinder sagen zu dürfen, dass sie dich sehr, sehr lieb haben. Wir alle wollen dir von ganzem Herzen für die von dir organisierte und einstudierte Turnschau danken und das auch als zum Anlass nehmen, dir einmal einen richtig schönen Abend zu gönnen. Und zwar so für das Musical Der König der Löwen. Aber du sollst natürlich nicht alleine dorthin gehen, nimm deinen Peter mit und genieße den Abend. Wir wünschen es dir und vor allem auch den Kindern.
Yeah!
Achtung! Zuschauer, Ruhe! Anfeuern könnt ihr gleich, was in Gang ist. Achtung! Eins, zwei, los! Oh,
schon. Wir haben alle geduscht heute Morgen. Und zwar zusammen. Tja. Das, ich weiß, das sollte ich nicht sagen, aber na, jetzt ist es raus. Heike, das nächste Stück ist schön für dich. Das kennst du noch aus deinem Skiffertag. Ich kenne die alle noch aus meinem. Ach was, das eben auch. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.
Ja.